Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns das Thema Revolution genauer an. Ich habe mich hierfür ein Szenario ausgesucht und zwar mit Spanien. Mit Spanien wollen wir Sklavereiverbot als Gesetz verabschieden und die Grundbesitzer sind stark dagegen, wie man hier sehen kann. Nun gibt es drei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann und diese drei Möglichkeiten, die will ich euch näher erläutern, um euch zu zeigen, wie man mit Revolution umgehen kann. Und diese drei Wege, und zwar einmal den Revolutionsfortschritt reduzieren, damit das Gesetz durchgeht, ist eine Möglichkeit. Dann die Revolution komplett abbrechen, ein paar Jährchen oder Monate warten und dann es nochmal probieren, ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, man triggert eine Revolution mit Absicht und versucht das so, sich durchzuboxen. Und ich habe auch das Video so unterteilt in diese drei Segmente, so könnt ihr dann zu den Themen, die euch mehr interessieren, auch direkt hinspringen, wenn ihr das wollt. Aber schauen wir uns das gemeinsam hier an. Wie schon erwähnt, ich spiele Spanien. Und ich möchte unbedingt das Gesetz Sklavereiverbot verabschieden. Die Grundbesitzer, die sind dagegen. Und wir haben hier einen Wert, maximalen Fortschritt von 232. Ich habe jetzt kein besseres Beispiel gefunden, aber es dient nur, um die Theorie zu verstehen hier. Bei 232 sind wir uns, glaube ich, alle der Meinung, es wird schwierig sein, hier diesen Fortschritt oder die Radikalität so weit zu reduzieren, dass sie unter 100 fällt. Aber ich will euch einfach nur die Maßnahmen zeigen, die man ergreifen kann, damit das weiter sinkt, damit es vielleicht bei euren Beispielen auch klappen kann. Also, das erste Szenario, wir wollen unbedingt das Sklavereiverbot, dass es verabschiedet wird, das Gesetz. Deswegen wollen wir das auch nicht abbrechen, wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Unsere Aufgabe ist es also zu versuchen, diese Revolution, diesen Fortschritt und die Radikalität zu minimieren und zu einem Wert unter 100 zu bringen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir machen können, um das hier zu reduzieren. Wir wollen, weil die Grundbesitzer ja dagegen sind, wir wollen einmal deren Zustimmung verbessern, aber wir können auch den politischen Druck, den sie haben, minimieren, damit dieser Wert hier angenehmer wird oder reduziert wird. Wir haben die Möglichkeit, den Grundbesitzern mehr Zustimmung zu geben, indem wir mit den Steuern spielen oder mit der Regierung. Wir haben die Möglichkeit, einmal die Steuern zu senken und das gibt hier mehr Legitimität. Und warum schaue ich hier gerade auf die Legitimität? Nun, wenn wir hier bei der Regierung schauen, sehen wir, dass wir eine inakzeptable Regierung sind. Bei der inakzeptablen Regierung hat die Opposition minus 2 Zustimmung. Und wie wir sehen können, haben die Grundbesitzer, sind sie gerade eine Opposition. Sie erhalten noch zusätzlich minus 2 in Zustimmung. Wir können das Ganze um ein paar Punkte erhöhen. Und dann würden die etwas mehr Zustimmung kriegen, denn eine Stufe weiter nach oben, und zwar eine umkämpfte Regierung, kriegen sie nur noch ein Minus auf Zustimmung und hier minus 2, genau. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich die erhöhen kann. Die eine habe ich euch ja schon vorhin erwähnt. Wir können die Steuern senken. Das gibt denen 5 Legitimität mehr in der Regierung. Und schon haben wir eine umkämpfte Regierung und der Wert wird sich hier verbessern von minus 18 auf minus 17. Das können wir können die Zeit mal kurz laufen lassen. Dann sehen wir das hier auch gleich. Wohlgemerkt, wir starten hier mit einem Fortschrittswert von 232. Das merken wir uns mal, um dann zu sehen, wie weit wir nach unten kommen können von den Werten mit unseren Maßnahmen. So, minus 17. Hier wird sich wahrscheinlich noch nicht so viel getan haben. Ja, gut, ein Punkt weniger. Aber das ist jetzt nicht die Welt. Aber wir wollen ja noch mehr tun. Wir haben also die Legitimität erhöht und die Zustimmung verbessert, indem wir die Steuern gesenkt haben. Wir können natürlich auch die Regierung etwas umformieren. So würden wir auch auf diesen Wert kommen. Aber mir ist es nur wichtig, euch zu zeigen, dass es diese Wege hier gibt und dass Legitimität ein Weg ist, um denen mehr Zustimmung zu geben. Der zweite Weg wäre durch Gehälter. Nun ist es so, das passt in unserem Beispiel nicht, aber würden die Intellektuellen, die Kleinbürger oder die Streitkräfte gegen uns revolutionieren, dann könnten wir deren Gehälter erhöhen. Und wie ihr seht, erhalten die dann, je nachdem, ob ihr auf eine Stufe höher geht oder zwei Stufe höher, gibt ihr den ein Zustimmung mehr oder zwei Zustimmung mehr. Dasselbe natürlich auch bei den intellektuellen Kleinbürgern hier, plus 1 und hier plus 2 jeweils. Also hier auch eine Möglichkeit,
um den Interessensgruppen, den drei Interessensgruppen mehr Zustimmung zu geben. Das bleibt aber nur bei denen. Wir haben diese Möglichkeit leider nicht bei der Kirche, auch nicht bei den Landbewohnern oder den Grundbesitzern, auch nicht bei den Gewerkschaftlern und auch nicht bei den Industriellen. Das geht tatsächlich nur bei diesen dreien, die ich euch gezeigt habe. An unserem Beispiel ist das jetzt aber leider nicht möglich. Trotzdem im Kopf behalten, dass es diese Option auch gibt. Dann gibt es eine dritte Mechanik, die im Spiel möglich ist, um den politischen Druck hier zu verringern. Der einfachste Weg ist unterdrücken. Das kostet natürlich viel Autorität. Ihr müsst auch wissen, ob ihr euch das gerade leisten könnt mit der Autorität. Aber wenn es euch unbedingt wichtig ist, diese Revolution durchzubringen und ihr die Revolution nicht abbrechen oder das Gesetz nicht abbrechen wollt, dann wäre das eine valide Methode. Ihr unterdrückt also die Grundbesitzer und die Grundbesitzer verlieren politischen Druck. Und wenn sie politischen Druck verlieren, dann wird auch der Wert hier am Fortschritt niedriger sein. Wir können das ja mal kurz laufen lassen. Mal schauen, wie sich das hier schon bemerkbar macht, und der Wert fängt jetzt an zu sinken und jetzt wird es auch immer schneller und schneller. Gut, wir sehen auch, dass hier das minimal nach unten gegangen ist, aber es gibt noch einen dritten oder es gibt noch einen zweiten Weg, um den politischen Druck zu minimieren bei den Grundbesitzern, und zwar mit Hilfe der Generäle und der Admiräle, die wir haben. Wir gehen mal hier rüber. Und wir sehen, dass wir hier einen General haben, der Streitkräfte. Dieser wird sehr wichtig sein für diesen Move. Und warum? Streitkräfte sind, was die Berufsgruppen angeht, direkte Konkurrenz von den Grundbesitzern. Ich zeige euch das nochmal. Jede Interessensgruppe zieht ja bestimmte Berufsgruppen an. Bei den Grundbesitzern sind das vor allem die Aristokraten, die Kleriker, die Landwirte, aber wie ihr sehen könnt, zu 69% die Aristokraten. Wenn wir es schaffen, den Streitkräften etwas mehr Macht zu geben, mehr politischen Druck, dann werden einige dieser Aristokraten auch vermehrt zu den Streitkräften übergehen. Und so können wir eine Interessensgruppe stärken und die Grundbesitzer schwächen. Wir schauen uns nochmal die Streitkräfte an. So, und hier seht ihr schon an zweiter Position, als erstes 39% die Soldaten, aber schon an zweiter Stelle die Aristokraten mit 14%. Das Ganze, diese Übersicht, welche Interessensgruppen, welche Berufsgruppen teilen, die kann man sich hier im Spiel auch anschauen. Die Infos sind alle da gegeben. Ansonsten gibt es im Victoria 3 Wikis auch eine wunderbare Übersicht, wo man sehen kann, welche Interessensgruppen, welche Berufsgruppen anzieht. Hier sehen wir, um beim gleichen Beispiel aufzubleiben, dass die Aristokraten gerne zu den Streitkräften gehen, aber auch zu den Grundbesitzern. Also die teilen sich diese Berufsgruppe. Wir können nochmal nach unten scrollen und dann sehen wir auch, dasselbe ist auch mit den Offizieren tatsächlich. Die Offiziere, sie gehen am liebsten zu den Streitkräften und dann auch noch zu den Grundbesitzern, aber weniger dorthin. Ja, sprich, wenn wir die Streitkräfte an diesem Beispiel stärken, werden einige von diesen zwei Berufsgruppen, ein paar Leute von hier, zu den Streitkräften wechseln. Und das gleiche Prinzip geht auch mit allen anderen Interessensgruppen. Es gibt nämlich viele Interessensgruppen, die sich Berufsgruppen miteinander teilen und die sich da bei den Berufsgruppen so ein bisschen gegeneinander konkurrieren. Wir probieren das Ganze mal aus und dann sehen wir die Effekte. Wohlgemerkt, wir haben bei den Grundbesitzern 38% gerade. Wir unterdrücken sie zwar schon, aber wir wollen sie weiter unterdrücken. Und Streitkräfte 11,3. Diese Werte merken wir uns mal. So. Den General der Streitkräfte werde ich befördern. Und ihr seht ja hier auch nochmal, wenn wir den befördern, erhalten die Streitkräfte 3% mehr politische Stärke. Das bedeutet, die werden stärker und ziehen die anderen Berufsgruppen eher zu sich. Das machen wir ein paar Mal. Wir haben es ja hier mit einer sehr großen Revolution zu tun, deswegen befördern wir den bis ins Maximale und das empfehle ich euch auch immer zu machen, denn da ist der Effekt dann am besten bemerkbar. Wir schauen nochmal, ob wir einen anderen General haben, der den Streitkräften angehört. Ja, dann machen wir das hier auch gleich mal. Und
Gucken wir mal, ob wir hier... Ja, wir haben hier noch einen bei den Streitkräften. Ich meine, Bürokratie haben wir auch genug. Dann machen wir das hier auch nochmal. So. Wenn wir die Zeit laufen lassen, werden wir dann jetzt auch sehen, wie die Zahlen sich verändern. Also 38%, 11,3%. Und wir haben gerade 228 maximalen Fortschritt. Mal sehen, was passiert. Man sieht sofort, auch wenn ich auf Stufe 5 gerade bin, ich reduziere das nochmal. Es geht weiter nach unten. Auch der Graph zeigt, da ist meine Kamera jetzt davor, unglücklicherweise. Aber ihr seht es allein schon an den Werten hier, wie das Ganze weiter nach unten geht. Streitkräfte sind stärker geworden, Grundbesitzer verlieren politischen Druck. Jetzt sind wir schon bei unter 33%. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. 32,5% bleiben wir mal dabei. So, und bei der Revolution hat sich auch einiges getan. Wir sind von anfangs 232 maximalen Fortschritt runter auf 195. Jetzt ist natürlich klar, in diesem Falle, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe leider kein besseres Beispiel auf die Schnelle gefunden. Es ist natürlich klar, dass bei 195, wenn wir das weiterlaufen lassen, dass diese Revolution hier getriggert wird und wir dann gegen die andere Seite kämpfen müssen. Aber es dient einfach nur der Theorie, um zu zeigen, wie stark es sein kann, wenn man alle drei, oder wie viele Maßnahmen waren das? Eins, zwei... Ja, das waren, glaube ich, drei Maßnahmen, die wir hatten, die wir genutzt haben, um die Grundbesitzer zu schwächen oder denen mehr Zustimmung zu geben. Und wir haben hier, das sind 37 Punkte gewesen, wo wir das reduziert haben. Man geht mal davon aus, wäre die Revolution bei 100 oder der Fortschritt bis 100, hätten wir da 37 Punkte abgezogen, würde keine Revolution mehr ausbrechen. Also großartige Sache. Mit diesen Mechaniken kann man also eine Revolution abschwächen oder den Fortschritt abschwächen und sein Gesetz weiterlaufen lassen. Wohlgemerkt bei dieser ganzen Sache, überlegt euch das gut bei euren Beispielen, wie der Wert so ist, denn ihr müsst auch noch damit rechnen, dass im Laufe der Zeit einige Events kommen werden, die das Ganze auch nochmal so ein bisschen erhöhen. Also lasst da auch gerne mal so ein bisschen Puffer. Bei meinem Beispiel sagen wir mal, wir wären bei 100 gewesen, wir hätten hier 35 Punkte abgezogen, dann wären wir bei 65 gewesen. Da haben wir noch einen guten Puffer, um wieder auf die 100 zu kommen. Ich glaube, das würde auch ganz gut klappen, erfahrungsgemäß. Man muss aber immer damit rechnen, dass da ein paar negative Events kommen, die da mal vielleicht nochmal 10 Punkte nochmal mit reinbringen und hier nochmal 5 Punkte und dann nochmal 10. Aber das ist die Möglichkeit, um eine Revolution bestmöglichst abzuschwächen. Und dann würde ich sagen, kommen wir dann auch zum nächsten Thema. Und zwar, wie geht man um, wenn man eine Revolution erstmal, wie in meinem Beispiel, glaube ich, auch sehr empfehlenswert, wir brechen das Ganze ab. Und versuchen es in ein paar Jährchen oder ein paar Monaten nochmal später. Was machen wir dann in der Zeit am besten? Also, angenommen, wir brechen das Ganze ab, weil wir keine Chance haben. Dann haben wir erst in 730 Tagen wieder die Möglichkeit, das Gesetz nochmal zu probieren. Wir werden in dieser Zeit, in diesen 730 Tagen, jetzt nicht die Zeit einfach weiterlaufen lassen, unser Spiel spielen und dann einfach hoffen, dass es dann das nächste Mal einfach besser klappt. Sondern wir wollen proaktiv ein paar Dinge tun, dass es beim nächsten Mal besser klappt. Was machen wir also in diesen 730 Tagen? Nun, wir wollen schauen, dass sie das nächste Mal bestmöglichst nicht revolutionieren oder möglichst viel Zustimmung kriegen in den nächsten Tagen, damit es angenehmer wird beim nächsten Mal. Also, das Einfachste, was man tun kann, was so oder so passiert, ihr werdet ja immer Events kriegen. Achtet dann darauf, wenn es euch dann wichtig ist, dass die Grundbesitzer das nächste Mal nicht revolutionieren, dass ihr bei diesen Events, wenn die Möglichkeit auch da ist, dass ihr die Option wählt, wo ihr den Grundbesitzern mehr Zustimmung gebt. Da muss man natürlich von Event zu Event unterscheiden oder gucken, ob sich das lohnt. Aber hier würde ich darauf achten, wenn es nichts kostet, dass man denen einfach mal durch Events Zustimmung gibt. Die andere Variante wäre zu schauen, dass man die anderen Interessensgruppen im Laufe der Zeit immer weiter stärkt.
Wenn ihr die anderen weiter stärkt, werden sie automatisch auch schwächer. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt hier euer Land mit den Menschen, die politisch interessiert sind. Und das ist ein Kuchen von 100% von diesen politisch interessierten Menschen. Die gehen dann immer zu einer Interessensgruppe, da wo es am besten passt. Wenn ihr also von diesen 100% dafür sorgt, dass die anderen Interessensgruppen stärker werden, wird die andere Seite automatisch schwächer. Also hier dafür sorgen, dass dies vonstatten läuft in den nächsten Tagen. Zudem könnt ihr auch schauen, dass ihr die Ideologie der Grundbesitzer verändert, sodass sie mehr Zustimmung kriegen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, um die Ideologie der Grundbesitzer zu verändern. Es gibt Hauptideologien, die verändern sich nie, aber es gibt ein paar andere, die könnt ihr immer verändern durch Interessensgruppenanführer. Und die könnt ihr verändern, indem ihr Agitatoren nutzt, sie zum Interessensgruppenführer macht. Oder ihr schaut auch hier wieder bei den Generälen und Admirälen, ob sich ein Grundbesitzer findet, der besser zu eurer Regierung passt oder zu der Ideologie, die ihr gerade allgemein vertretet, sodass mehr Zustimmung dort ist. Hier haben wir einen Grundbesitzer, der ist Traditionalist, der ist Sklavenhalter. Das würde sich hier nicht lohnen. Ich schaue nochmal nach, ob wir was anderes finden. Nee, tatsächlich nicht. Gut, an meinem Beispiel habe ich jetzt leider keine Ideologie da, die wir hier einsetzen könnten, damit die allgemein mehr Zustimmung kriegen würden. Aber wenn ich mir diese Gesetze so anschaue, wir haben Interventionismus, Merkantilismus. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man den marktliberalen Grundbesitzer hier einstellen würde, dass hier auch die Zustimmung weiter sich erhöhen würde, da das besser zu der Regierung passt. Und somit hättet ihr dann mehr Zustimmung und vielleicht beim nächsten Mal nicht so eine starke Revolution. Was man noch machen kann, ist, dass man versucht, innerhalb dieser 730 Tage ein Gesetz zu verabschieden, was die Grundbesitzer auch mögen, um denen auch hier mehr Zustimmung zu geben. Wir könnten also, wenn wir hier schauen, den Grundbesitzern, um denen was Gutes zu tun. Ja, wir gehen auf Grundbesitzerwahlen. Und hier seht ihr schon, die werden deutlich mehr Zustimmung kriegen. Und zwar gehen sie von 3 auf 8, wenn wir dieses Gesetz verabschieden. Als wir die Revolution hatten, haben wir gesehen, dass die Grundbesitzer auf minus 17 waren. Hier hätten wir plus 5 Punkte dazu. Dann wären sie nur noch bei 12. Wenn ihr dann auch noch darauf geachtet habt, dass ihr so ein paar Events genutzt habt, die ganz gut sind, und hier vielleicht noch ein, zwei Punkte, dann könnte es sogar passieren, dass ihr zu einem Wert kommt, wo die Grundbesitzer nicht mal revolutionieren werden. Dies wären aber auch Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass es beim nächsten Mal, bei eurem zweiten Versuch, dann etwas angenehmer wird mit den Grundbesitzern. Und selbst wenn ihr dann trotzdem eine Revolution habt, bin ich mir sicher, wenn ihr dann mehr Zustimmung habt bei den Grundbesitzern, dann wird die Revolution nicht so stark sein. Und vielleicht könnt ihr die dann auch abwenden oder einfach das Gesetz abwarten, bis es beschlossen ist. Ja, und dann haben wir noch die dritte Möglichkeit, wie man mit einer Revolution umgehen kann. Und zwar, dass man sie einfach durchlaufen lässt. Manche triggern das sogar mit Absicht und sagen, Mensch, ich will mit Absicht eine Revolution in meinem Land, damit ich dieses Gesetz zu einem durchkriege mit Gewalt. Und dann habe ich auch diese Interessensgruppe, die revolutioniert hat, für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre deutlich geschwächt, damit sie in der nächsten Zeit etwas angenehmer werden für mich, weil sie quasi sehr geschwächt sind. Das ist natürlich auch möglich, das kann man machen. Hier gibt es aber einige Sachen, die man bedenken sollte. Jedes Mal, wenn ihr in einer Revolution seid, wird sich ein Teil eures Landes ja abspalten. Wenn ihr auf Revolution geht, dann werdet ihr auch sehen, welche Staaten sich abspalten werden, und da fällt einiges vielleicht auf, und zwar die Hauptstadt. Die Hauptstadt wird niemals auf die Seite der Revolution gehen. Das heißt, die Hauptstadt bleibt immer euers. Und das könnt ihr auch natürlich zu eurem Vorteil nutzen oder mit diesem Wissen, denn ihr müsst dann ja gegen die andere Seite kämpfen, und da könnt ihr Folgendes machen. Die ganzen Kasernen, die ihr habt, die ganzen Soldaten, die baut ihr stetig in eurer Hauptstadt, damit ihr die große Armee habt und die andere Seite eine möglichst kleine Anzahl an Armee oder
dass ihr immer überlegen seid. Was ich ja auch empfehlen kann, ist, wichtige Gebäude auch immer in eurer Hauptstadt zu haben. Sowas wie Unis oder Regierungsverwaltung, die Bataillone selbstverständlich und vielleicht auch etwas Industrie. Damit ihr, während ihr im Krieg seid, zumindest noch ein paar Dinge machen könnt. Denn die andere Seite, die KI, die wird auch möglicherweise nicht so gut umgehen mit euren Staaten. Und das sollte man auch bedenken. Also wenn ihr eine Revolution mit Absicht triggert, bedenkt immer, dass die KI euer Land dann oder dieses abgespaltene Land übernimmt. Und die wird das Stück Land dann ja auch so spielen, wie es für sich am profitabelsten ist. Ja, oder am wirtschaftlichsten. Das bedeutet, es kann auch passieren, dass die KI mit Absicht ein paar Unis abreißt. Regierungsverwaltung, Gebäude, vor allen Dingen Bausektoren. Also das niemals vergessen. Deswegen ist es eigentlich auch nicht mehr so ratsam, dass man eine Revolution immer triggert. Das kostet sehr viel Geld, kostet sehr viel Zeit. Man ist sehr anfällig und die KI mag es dann auch, Gebäude zu zerstören. Also überlegt euch das gut, ob ihr das machen wollt. Und wenn die Revolution vorbei ist, werdet ihr auch feststellen, dass die KI da einiges umgestellt hat an Produktionsmethoden. Da empfehle ich euch, um das einfach wieder nochmal normal rückgängig zu machen, geht auf die Linse Politiklinse, Staatenverwaltung und dann Produktionsmethoden zurücksetzen. Das könnt ihr dann bei den Staaten reinklicken und dann werden die Staaten wieder so zurückgesetzt, wie ihr das vorher gehabt habt. Und natürlich achtet da drauf, was die KI denn so getrieben hat im Land, wie viele Unis hat sie vielleicht zerstört, wie viele Bausektoren sind weniger geworden, so dass ihr diese Anzahl an wichtigen Gebäuden auch nicht vergisst und das möglichst schnell nachbaut. Ja, so sieht's aus. Das war mein Tutorial zum Thema Revolution und wie man mit Revolutionen am besten umgehen kann. Dafür gibt es 3 Methoden, die ich euch hier präsentiert habe. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch weitergeholfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.